Hallo Freunde, willkommen bei einem neuen Video. Wenn ihr mich schon länger verfolgt, konntet ihr bestimmt feststellen, in den tausenden von Videos, die ich schon vorgedreht habe, dass ich ein super abenteuerlustiger Typ bin, immer meine Grenzen gehe und Neues ausprobieren möchte. Ja? Zum Beispiel gestern habe ich es geschafft, meine Spülmaschine auszurollen. Unglaublich, oder? Mega geil. Auf jeden Fall kam mir heute eine Art, nun ja, wie soll ich sagen, Erscheinung. Hey, Petze, geh mit mir spazieren, sofort. Der lustige Fellmann hatte recht. Eine neue Challenge muss her, eine, in der ich mich ein bisschen mehr bewege als sonst. Denn die üblichen 200 Schritte, die ich sonst am Tag gehe, vom Klo zum Kühlschrank und zurück ins Bett, ja, die reichen einfach nicht aus. Wie wäre es, wenn ich 25.000 Schritte am Tag mache? Ja, schaffe ich das? Und das alles innerhalb von 7 Tagen. Wie wird sich mein Gewicht verändern? Werde ich in der Form, wenn ich Vorher-Nachher-Fotos mache, einen Unterschied feststellen? All diese Fragen werden wir am Ende des Videos beantworten können. Denn da wissen wir mehr. Also Freunde, bleibt dran. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr zuseht. Und ja, fangen wir doch direkt an. Schaut euch mal diese geilen Farben an, deswegen liebe ich den Herbst. Ich hatte erst überlegt, ob es vielleicht keine so schlaue Idee ist, zu dieser Jahreszeit diese Challenge zu machen, weil es jederzeit anfangen könnte zu regnen, aber alter Schwede, schaut euch das mal an. Ich weiß nicht, ob das so geil rüberkommt wie bei mir gerade. Ich fühle mich auf jeden Fall wie auf LSD, sieht echt geil aus. Naja, aber ich zieh's durch, ich freue mich extrem auf die Challenge. Bis jetzt läuft es auch noch ganz gut, aber ich habe jetzt auch erstmal gerade mal 5000 Schritte gemacht. Ja, mein Hund, der freut sich auch extrem, dass ich diese Challenge mache. Der hat richtig Spaß. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin mal gespannt, wie es wird, wenn ich dann ins Beintraining gehe, wenn ich Sport mache. Wie ist das? Werde ich das überleben? Mit den ganzen Schritten. Ich werde bestimmt einen übelsten Muskelkater haben. Ich bin mal gespannt. Ich mache natürlich nebenbei weiterhin noch das Intervallfasten, weil ich habe kein Problem mit Energiezufuhr. Das läuft alles. Ja, da brauche ich nichts zu futtern. Und ja, aber Wahnsinn, Leute. Guckt mal. Traumhaft. Naja, bleibt gespannt. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Es kommt nicht oft vor, dass mein Hündchen Freunde findet, aber heute ist es soweit. Ja. Also, der hat die 25.000 Schritte locker schon drin, im Gegensatz zu mir. Vielleicht sollte ich mein Armband einfach an ihn binden und er zählt die Schritte für mich. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Wir wollen ja am Ende der 7 Tage ein Ergebnis sehen. Also Freunde, weiter geht's. Der erste Spaziergang ist geschafft. Ich habe die ersten 7.447 Schritte drin. Tat wirklich gut, morgens rauszugehen, ein bisschen frische Luft zu tanken und man fühlt sich da gleich ganz anders. Ja? Wenn ich jetzt mit an die Arbeit gehe, mit schönem, klarem, frischem Kopf, ja super, was so ein Spaziergang alles ausmachen kann. Ich habe gestern aber noch ein bisschen recherchiert und mal geguckt, wie viele Kilometer sind eigentlich 25.000 Schritte und bin da auf ungefähr 17 Kilometer gekommen. Das war erstmal ein Schock. Ich dachte so, wow, wie soll ich denn 17 Kilometer am Tag gehen? Wie soll ich das machen? Ich bin meiste Zeit meines Tages eh am Sitzen, also muss ich mir irgendwie was überlegen. Und zwar habe ich gedacht, mache ich das am besten so, dass ich meinen Tag irgendwie in Stunden so einteile und dass ich gucke, dass ich immer so Grenzen habe, zum Beispiel bis 12 Uhr mittags muss ich mindestens die 10.000 Schritte gemacht haben, immer, jeden Tag. Und bis abends, dann um 6 Uhr, sollten es dann die 20.000 Schritte sein, so dass ich dann diese 5.000 Schritte
notfalls noch in der Wohnung laufen kann, was jetzt ja nicht Sinn der Sache sein sollte. Ich möchte ja auch ein bisschen an die frische Luft gucken, wie sich das anfühlt, ob mir das so gut tut die nächsten Tage. Und die eigentliche Herausforderung, denke ich, wird darin liegen, das für 7 Tage lang jeden Tag durchzuziehen. Ja? Also diese Disziplin aufzubringen und diese Konstanz, das jeden Tag zu machen. Ja, wie gesagt, ich bin mir sicher, es gibt da draußen zig Berufe, wo die Menschen wirklich diese 25.000 Schritte mal eben so nebenbei gehen und sich einfach daran gewöhnt haben. Aber für Menschen wie ich es einer bin, der sehr viel sitzt, für den ist es wirklich wichtig, dass er sich öfter mal bewegt. Und das habe ich die letzten Jahre komplett vernachlässigt. Und ich bin mir sicher, gibt es viele Menschen da draußen, die das genauso, bei denen das genauso ist. Und die müssen das ja auch nicht so extrem machen mit 25.000 Schritten. Das soll ja aber auch irgendwo eine Challenge für mich sein. Deswegen mache ich das in diesem Ausmaß. Aber was 7.000 bis 10.000 Schritte am Tag schon für positive Effekte haben, kann man, glaube ich, ganz gut selber herausfinden, wenn man das mal einfach mal ausprobiert über einen längeren Zeitraum. Ja. Ja, jetzt mache ich mich noch ein bisschen an die Arbeit und dann werde ich versuchen, noch vor 12 Uhr die letzten 2.600 Schritte oder was das sind reinzubekommen und dann melde ich mich später nochmal. Es ist ja erst Tag 1, also. Also, wir haben jetzt gerade mal kurz nach 1 und ich habe schon gleich meine 20.000 Schritte hinter mir. Für die nächsten Tage sollte ich vielleicht mal ein bisschen besser planen, dass ich mir das alles so ein bisschen einteile, weil, weiß ich nicht, jetzt bin ich gleich zu Hause und dann muss ich ja eigentlich nur noch ein paar Schritte gehen, dann habe ich das schon geschafft. Aber ja, ich glaube, in der Ruhe liegt die Kraft. Für die nächsten Tage das alles mal ein bisschen besser zu planen und das ist das Ziel. Naja, aber ich glaube, es tut mir ganz gut, ein bisschen zu laufen. Allgemein denke ich, dass es vielen Leuten gut tun würde, ein bisschen mehr sich zu bewegen, gerade zu diesen Zeiten, wo fast jeder irgendwie im Homeoffice ist und sich eh kaum bewegt. Und ja, das tut ganz gut. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, bis gleich. Euer Michael Wendler. Scheiß Ding. So, Licht an. Freunde, ich hab's geschafft. 25.000 Schritte, nein, 26.000 Schritte bin ich gegangen. Wahnsinn, oder? Ich zeig's euch mal eben, Sekunde. Wo hab ich's? Hier, bitte sehr. Sieht man das? Sekunde. 26.004 Schritte. Ja, was soll ich sagen? Erster Tag ist rum. Mein Fazit bis jetzt war ganz gut, war okay zu meistern. Viel vom Tag ist wirklich da drauf gegangen, diese Schritte reinzubekommen. Am Ende jetzt nochmal einen kleinen Spaziergang gemacht und das, 1.000 Schritte mehr gemacht. Aber was soll's. Morgen dann wieder die 25.000 anpeilen. Und ja, wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Ich habe schon überlegt, ob ich mir so eine Angel hinten am Rücken machen soll, mit irgendwie ein Stück Kuchen vorne dran, sodass ich so ein bisschen motivierter bin. Wisst ihr, was ich meine? Ja, vielleicht sollte ich das mit den Witzen auch lassen. Aber, war ganz entspannt heute der Tag. Ich hatte viel Zeit, so ein bisschen nachzudenken. Also man macht sich auch so ein bisschen Gedanken, wie das so ist, ob man sich genug bewegt und die unsinnigsten Dinge. Ich habe ein bisschen Podcast gehört nebenbei und das war dann alles relativ erträglich. Im Großen und Ganzen war der erste Tag ganz okay. Also Freunde, seid gespannt, morgen geht's weiter. Tag 2. Wir haben jetzt 7 Uhr morgens und ich mache schon die ersten Schritte wieder. Mein Hund freut sich wieder, dass er spazieren geht. Und ich muss sagen, mir steckt das alles so ein kleines bisschen in den Knochen von gestern. Konnte aber extrem gut schlafen, also wirklich. War echt eine erholsame Nacht, sag ich mal. Aber eigentlich kann ich immer gut schlafen. Wenn ich eins gut kann im Leben, dann ist es schlafen. Aber heute war besonders gut. Naja, weiter geht's.
Jo, da bin ich. Na, wie geht es euch? Mir geht es so nicht so gut. Also meine Beine tun schon nach Tag 2 extrem weh. Ich bin jetzt bei 22.000 Schritten. Das Oberkörpertraining habe ich natürlich auch gemacht. Ich hatte nicht so viel Energie wie sonst. Und ja, das sind die Erkenntnisse des zweiten Tages. Es gibt nicht viel zu sagen dazu. Werde die letzten paar Schritte jetzt gleich noch gehen, dann habe ich es hinter mir. Werde mich dann nur noch aufs Sofa hocken, vielleicht einen Film gucken. Ah, nee, Fußball läuft heute. Heute werde ich noch Fußball gucken. Und dann ist der Tag auch vorbei. Und bin gespannt, wie es morgen wird. Ob ich dann komplett tot bin oder ob sich mein Körper so ein bisschen an die Belastung gewöhnt hat. Ich meine, es sind 2 Tage. Vielleicht stelle ich mich auch einfach nur wieder ein bisschen an. So bin ich halt, ne? Aber ja, naja, seid gespannt. Ich melde mich, wenn ich die 25.000 Schritte drin habe und sage dann bis gleich. Hallo, ich habe es geschafft. 25.000 Schritte sind drin. Sekunde. Hier. Was soll ich sagen? Ich habe es mir leichter vorgestellt. Meine Beine tun höllisch weh. Ich bin mal gespannt, wie es morgen geht. Ich hoffe, es wird ein bisschen besser als heute, dass mein Körper sich, wie gesagt, schon ein bisschen daran gewöhnt. Ja, wir haben jetzt gerade mal 7 Uhr, also 19 Uhr haben wir gerade. Ich werde jetzt noch ein bisschen das Video hier schneiden und dann, ja, dann lege ich mich auch hin und bete, dass der Tag morgen ein bisschen besser wird. Also Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Tag 3. So Freunde, ich hätte nicht gedacht, dass es doch nach dem dritten Tag so hart wird. Morgen ist gerade mal Halbzeit. Ich bin ja, wie gesagt, es ist erst Mittwoch, der dritte Tag. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich jetzt schon schlapp mache. Und ganz ehrlich, Menschen, die in so einem Beruf sind, in dem sie den ganzen Tag laufen müssen oder stehen müssen oder ähnliches, Hut ab, größten Respekt. Ich hätte nie gedacht, dass das so hart ist. Und das nach 3 verdammten Tagen. Es hat auch viele positive Aspekte, die ich feststellen konnte. Aber gerade tut mir einfach alles weh. Meine Knöchel, meine Oberschenkel, meine Waden, mein unterer Rücken. Alles ist am Brennen oder am Pochen. Ich weiß es nicht. Ich bin es einfach nicht gewohnt. Aber ja, und das Schlimmste ist noch 5.000 Schritte. Dann habe ich das heute erst hinter mir. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Aber ich werde mir jetzt mal meine Laufschuhe anziehen, damit ich ein bisschen Polsterung habe unter den Füßen. Und dann werde ich die letzten Schritte noch irgendwie versuchen zu meistern. Und wenn ich das geschafft habe, melde ich mich wieder. Oder ich bin irgendwo tot im Graben. Wer weiß. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Hey, komm! Kleine Notfallsituation. Ich glaube, da macht einer gerade schlapp. Du warst doch so motiviert. Komm. Ja, ja. Dann bin ich nicht der Einzige, der hier schwach wird. Der hat wirklich keine Lust mehr. Unglaublich. Kenne ich gar nicht von ihm. Naja. Ja, komm. Leute, so wie es aussieht, muss ich hier gleich jemanden tragen. Und dass er sich vorher in der Pfütze gelegt hat, nun ja, das begünstigt die Situation jetzt nicht gerade. Er hat wirklich keinen Bock mehr. Naja. Freunde, es ist geschafft. 25.000 Schritte, Halbzeit. Sogar ein bisschen mehr als Halbzeit ist jetzt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Habe ich jetzt hinter mir. Ja, was soll ich sagen? Heute bin ich aufgestanden, heute Morgen. War schon ziemlich heftig, also Muskelkater technisch. Ist das nicht mal Muskelkater, das sind einfach die Gelenke, die extrem wehtun, ja. Was ich auf jeden Fall machen werde morgen, ist mal mich stretchen. Das hätte ich viel eher machen sollen, schon eigentlich nach jedem Tag, abends immer oder morgens. Dann hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr, hätte ich wahrscheinlich nicht solche Probleme, wie ich sie jetzt habe. Aber da muss ich jetzt durch, das hätte ich besser kalkulieren können. Aber naja, ich leide natürlich gerne und ich weiß auch, dass ihr mich gerne leiden seht. Ihr seid nämlich krank. Genauso krank wie ich und deswegen mache ich das auch, Freunde. Und zwar, heute möchte ich ein bisschen mit euch über allgemein das Thema 25.000 Schritte reden, aber eher bezogen auf etwas Humanes, was auch möglich ist für jeden oder für fast jeden. Und zwar sind das 10.000 Schritte am Tag.
Ja, also man muss nicht, muss auch nicht 10.000 Schritte am Tag gehen. Die Wissenschaft sagt, 7.500 Schritte sind auch okay. Also zwischen 7.500 und 10.000 Schritte sollte man am Tag zurücklegen. Und ja, jetzt wollte ich einfach mal auf mich bezogen, das mal ein bisschen ja, runterrechnen, was das überhaupt kalorientechnisch bedeutet. Und für einen 91 Kilogramm schweren Mann, 1,84 Meter bin ich groß, wären das bei 10.000 Schritte ungefähr zwischen 400 und 500 Kalorien, die ich am Tag zusätzlich verbrenne. Macht in der Woche dann 3.000 Kalorien ungefähr. Und 3.000 Kalorien, das ist doch schon mal ein ganz ordentlicher Cheat-Day, würde ich sagen, das, was man da an Kalorien einspart. Genau, 25.000 Schritte wären jetzt zwischen 1.000 und 1.200 Kalorien, je nachdem. Ja, das wäre ungefähr der aktive Kalorienverbrauch, den man da mit dieser Schrittzahl 25.000 Schritte verbraucht. Und ja, ihr seht, das hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht, dass das scheiß Schild hier umgefallen ist. Aber ja, genau, also ja, das ist in der Woche ist das ein Cheat Day, ne? Also ein milder Cheat Day, sage ich mal. 3.000 zusätzliche Kalorien, die man da einspart, nur durchs Gehen für 10.000 Schritte jetzt auf mich bezogen. Ja, das ist natürlich bei jedem anders. Aber ich denke auch jetzt gerade zu dieser Zeit, wir haben jetzt Donnerstag, ich glaube den 29. Oktober müsste es sein heute, und ab dem 2. November ist wieder Lockdown hier in Deutschland. Fitnessstudien, die sind alle wieder geschlossen für 4 Wochen. Ganz toll, aber ja, ist anscheinend notwendig. Auf jeden Fall, wenn man sich ein bisschen fit halten möchte, ist das für viele Leute, die nicht mehr ins Fitnessstudio jetzt gehen können, vielleicht eine ganz gute Alternative, um nicht zusätzlich so viel draufzupacken, bis man natürlich dann wieder gehen kann. Ja, also nur mal so ganz nebenbei kann man das die Zeit, die man ins Fitnessstudio gegangen ist, wenn man jetzt sich nicht mit einer neuen Sportart oder mit Home Workout dementsprechend beschäftigen möchte, dann kann man ja auch einfach die Schritte gehen, um sein Gewicht dann irgendwo versuchen so zu halten. Ne? Genau, noch eine kleine Sache. Und zwar, es ist natürlich nichts für Leute, die jetzt irgendwie davon erhoffen, Muskeln oder so aufzubauen in den Beinen und sonst irgendwas. Letztendlich ist es einfach wirklich nur dafür da, um moderates Kaloriendefizit am Ende des Tages noch zu haben oder sich selber zu schaffen sozusagen. Und Muskeln baut man dadurch jetzt nicht groß auf, wenn man diese 10.000 Schritte geht. Aber abnehmen kann man, ja, also Fett verlieren. Für viele Kraftsportler wahrscheinlich auch eine ganz interessante Sache, die können sich da die Kalorien natürlich dann auch nochmal zusätzlich einsparen, indem die ihre täglichen Schritte laufen, was sie wahrscheinlich auch viele machen. Genau. Thema Zeitmangel. Jeder, der sagt, er hat keine Zeit, 10.000 Schritte zu gehen, kann ich vielleicht ansatzweise verstehen. 10.000 Schritte dauert natürlich ein kleines bisschen. Ich brauche für 10.000 Schritte ungefähr eine Stunde 20, ungefähr, habe ich jetzt festgestellt. Für 25.000 Schritte brauche ich natürlich ein bisschen länger. Aber ja. Zeitmangel glaube ich nicht. Wenn man 7.500 Schritte am Tag geht, dann, weil das schafft man in der Dreiviertelstunde, ist das zu schaffen. Ja? Also mach mal eine Stunde draus. Also jeder, das ist jetzt keine Ausrede, ich glaube, jeder hat eine Stunde Zeit am Tag, am Tag Zeit, um diese Schritte zu gehen, dementsprechend. Es sind auch zum Beispiel diese ganz kleinen Strecken, die sich dann am Ende zusammenzählen. Jeder Schritt zählt hier wirklich, Leute. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel einkaufen fahrt für gewöhnlich, dann lauft die Strecke doch einfach. Oder egal, tägliche Besorgung, die ihr macht, ihr könnt die Strecke einfach zu Fuß laufen und dann habt ihr eure Schritte schon drin. Ihr glaubt nicht, am Ende macht das so viel aus, am Ende des Monats, diese kleinen Strecken, die ihr lauft, das staut sich, das packt sich zusammen und am Ende habt ihr da wirklich viele Kalorien mit eingespart. Und ja, das hat noch ganz viele andere gesundheitliche Vorteile, auf die ich nochmal eingehen werde. Genau. Ja, Thema Anstrengung. Angenommen, ihr seid vielleicht nicht so fit auf den Beinen, ja? Das heißt, ihr könnt nicht zum Beispiel einfach ins Fitnessstudio gehen ohne einen Coach oder beispielsweise anfangen zu joggen oder Radfahren, weil ihr dafür nicht so, ja, wie soll ich sagen, es gibt ja Menschen, die da einfach Probleme mit haben, die langsam sich zum Beispiel an Sport rantasten möchten. Dafür sind diese Schritte einfach ideal, ja? Setzt euch kleine Ziele, macht doch einfach mal etappenweise. Also die erste Woche setzt euch als Ziel zum Beispiel 3.000 Schritte. Dann am Ende des Monats sagt ihr, okay, ich möchte zum Ende des Monats 6.000 Schritte am Tag laufen. Und immer so weiter. Also ihr könnt euch da wirklich schön dementsprechend steigern. Und das ist dann auch für Anfänger super, ja. Also auch für Leute, die krankheitsbedingt vielleicht nicht so viel Bewegung haben und sich da nicht ins Fitnessstudio trauen für diese Leute. Das ist auch super interessant. Natürlich sollte sich jeder ins Fitnessstudio trauen. Aber ja, ihr wisst ja, wie die Leute sind teilweise. Es ist halt manchmal so.
Und das ist auf jeden Fall ein guter Anfang, um einfach fitter zu werden und sich mit dem Sport auseinanderzusetzen. Vielleicht auch ein Einstieg, dass man sich dann auch dementsprechend steigern kann. Als nächstes fangt ihr an zu joggen, wer weiß. Genau, damit haben wir das Thema Fitnessstudio auch schon abgehakt. Ja, Thema Gesundheit. Diese Schritte, die ihr am Tag macht, sind super für euer Herz-Kreislauf-System. Einfach, ihr aktiviert euren Stoffwechsel, das Herzinfarktrisiko sinkt. Es hat so unglaublich viele gesundheitliche Vorteile. Natürlich, ihr nehmt auch ab und ihr bewegt euch, ihr seid an der frischen Luft. Es hat so viele Vorteile. Deswegen sage ich auch immer, wenn ihr diese Schritte macht, versucht sie doch größtenteils draußen zu machen und nicht auf dem Laufband im Fitnessstudio. Natürlich, wenn es nicht anders geht, macht es ruhig. Ist natürlich total super. Aber wenn es möglich ist, versucht es halt an der frischen Luft zu machen. Das tut euch einfach gut. Ihr kommt auf andere Gedanken. Ihr seht andere Leute. Weiß nicht. Also mir tat es die letzten Tage wirklich super gut. Also psychisch traumhaft. So gut ging es mir schon lange nicht mehr, Leute. Und mir, ich bin eh ein Typ, den geht es nicht immer so gut. Aber die letzten Tage waren psychisch eigentlich ganz gut, weil ich hatte dementsprechend immer was zu tun, war draußen und das war eine super Ablenkung vom Homeoffice. Und wenn man da mal die Krise kriegt zu Hause, dann ist das einfach traumhaft, ja. Aber körperlich ist eine andere Geschichte. Das sind jetzt nur mal so ein paar Punkte, über die ich gerne reden wollte. Am Ende dieser Challenge würde ich gerne nochmal mein eigenes Fazit abgeben und aus meiner eigenen Erfahrung dementsprechend reden. Das kann ich jetzt noch nicht. Ich könnte jetzt schon so ein kleines Mini-Fazit ziehen. Ich meine, es ist jetzt erst Halbzeit. Ich habe noch 3 volle Tage hinter mir, in denen ich diese 25.000 Schritte laufen muss. Und werde dann meine Erkenntnisse mit euch teilen, Freunde. Bis dahin, wenn ich nichts vergessen habe, hoffe ich, ihr genießt das Video weiter. Und ja, bis morgen, würde ich sagen. So, Freunde, wir sind jetzt bei Tag 5. Ich wollte euch mal ein kleines Update geben. Und zwar habe ich heute schon um kurz vor 3 knapp 18.000 Schritte gemacht und war davor im Beintraining, sage ich mal. War eine absolute Megakatastrophe. Ich konnte genau 2 Übungen machen, dann war Feierabend. Dann ging gar nichts mehr. Ich habe unglaubliche Schmerzen in der Hüfte. Ich glaube, mir werden gerade so die ganzen Defizite, die ich habe, am Körper irgendwie aufgezeigt durch diese Challenge, die ich so habe. Und das sind einige. Aber genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich habe mal ein bisschen gegoogelt, um zu gucken, wie viele Schritte bzw. wie viele Kilometer eigentlich andere Leute in ihren Berufen zurücklegen. Und war ziemlich überrascht, dass zum Beispiel Briefträger gute 14 Kilometer am Tag machen, Hausfrauen oder Hausmänner um die 8 bis 10 Kilometer am Tag zurücklegen. Und was war da noch? Genau, Zalando-Mitarbeiter, die quasi aus den Regalen die Ware rauspicken sollen, um die 25 Kilometer am Tag laufen. Komplett irre. Ich weiß nicht, wie die das schaffen. Ich glaube, viele von denen schaffen das auch gar nicht und hören da dementsprechend auch auf. Aber nur mal so als Vergleichswert, dass das, was ich mache, so in Relation zu dem, was andere Leute tagtäglich in ihren Berufen machen, einfach, ja, das ist einfach kein Vergleich ist. Also nochmal Respekt und Hut ab vor diesen Berufen. Und ja, genau, das wollte ich nur mal eben kurz sagen. Ich selber laufe durchschnittlich, also bei dieser Challenge jetzt, zwischen 20 und 22 Kilometer am Tag, je nachdem. Und ja, nur mal so als kleiner Referenzwert. Und ja, jetzt werde ich gleich die letzten Schritte machen, dann werde ich heute Abend was essen gehen. Und ja, das brauche ich irgendwie, keine Ahnung. Naja, Freunde, bis dahin. Tag 6 war ich körperlich und psychisch am Ende. Wo war die anfängliche Euphorie hin? Meine Motivation? Es schien so, als hätte sie sich in Luft aufgelöst. Aber dann fiel mir wieder ein, wieso ich das tue. Für meine 38 Abonnenten. Oder sollte ich lieber sagen, 38 Freunde. Ich ziehe durch. Und nicht einmal meine größten Hater werden mich daran hindern. Und wisst ihr was?
Tag 6 ist auch geschafft. Also Freunde, weiter geht's. Hallo, folgendes. Mir fällt mal so ein bisschen auf gerade, dass wenn man immer und immer wieder die gleiche Strecke geht, dass das irgendwann verdammt langweilig wird. Aber hier gibt es halt nicht so viele Strecken, die ich gehen kann. Und heute ist der letzte Tag. Ich habe noch gute 10.000 Schritte vor mir. Und es ist gleich 16 Uhr. Ich habe gar keine Lust mehr. Aber das ziehe ich jetzt noch durch. Und dann habe ich es geschafft, Leute. Und dann werde ich euch so ein paar Erfahrungswerte sagen, wie ich das so empfunden habe die letzten 7 Tage. Und ja, ich fühle mich, als wenn ich diesen verdammten Ironman gemacht hätte. Dabei ist es nicht mal ansatzweise so anstrengend. Aber trotzdem, für mich war es bis hierhin eine ziemlich herausfordernde Erfahrung, die mir auch sehr gut getan hat. Aber dazu später mehr. So, Freunde, ich bin jetzt gleich dabei, meine letzten Schritte zu gehen. Dann habe ich es geschafft, dann ist die Challenge endlich zu Ende. 25.000 Schritte am Tag Challenge. Wahnsinn, ich habe es durchgezogen und ich werde euch auch nochmal einblenden, die jeweiligen Tage von der Uhr oder von der App, wo ihr auch sehen könnt, dass ich jeden Tag diese verdammten Schritte gegangen bin und euch nicht anflunker. Und ja, jetzt wie gesagt, gehe ich noch die letzten Schritte. Dann habe ich es endlich geschafft. Dann werde ich euch so ein bisschen was über meine Erfahrungen sagen, wie ich das so empfunden habe. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, wenn ich gleich die letzten paar Schritte mache und dann nie wieder 25.000 Schritte gehen muss in meinem Leben, an einem Tag zumindest. Okay, dann bis gleich. Leute, ich habe es geschafft. Boah, alter Schwede. 7 Tage, 25.000 Schritte pro Tag. Wahnsinn. Ja. Kann ich mir schon die nächste Challenge überlegen. Für 7 Tage einen Satz zu reden, ohne zu stottern. Mal sehen. So, Freunde. Danke fürs Einschalten. Weiter geht's. Ich habe noch nie in meinem Leben so gut geschlafen. Ich bin 151.235 Schritte gelaufen, habe ca. 8.000 Kalorien dabei verbrannt, bin 1,2 Kilogramm leichter, bin zweimal in Hundescheiße getreten und habe nur 5-mal geweint. Ich würde euch auch noch gern ein Form-Update geben, aber ihr wäret enttäuscht, weil man erkennt absolut gar keinen Unterschied. Also lasse ich es an dieser Stelle einfach mal. Da braucht man, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit. So, Freunde, ein kleines Fazit jetzt von mir, so ein paar Erkenntnisse, so ein paar Dinge, die ich jetzt mit euch bereden möchte, wie ich das alles empfunden habe, was ich bemerkt habe und was sich verändert hat einfach. Ne? Und ja, fangen wir mal direkt an. Und zwar, Freunde, glaubt mir, wenn ihr 25.000 Schritte am Tag lauft und das nicht gewohnt seid, abends, ihr fallt einfach nur noch ins Bett und ihr seid weg. Also ich war so hart am Pennen, also ich konnte wirklich durchschlafen. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt morgens, wenn ich aufgestanden bin. Bis auf die Gelenkschmerzen war ich komplett erholt. Also ich konnte gut einschlafen. Normal habe ich immer so ein paar Probleme mit dem Einschlafen. Das ging ruckzuck. Wahrscheinlich, weil ich vorher nie 100% irgendwie ausgelastet war. Und so ein kleiner Spaziergang am Abend nochmal. Das tat einfach gut. Anstatt jetzt sich vor den Fernseher zu hocken, habe ich das dann meistens gemacht, dass ich spazieren gegangen bin, die letzten Schritte abends gegangen bin und mich danach sofort ins Bett gelegt habe und eingepennt bin. Das war perfekt. Und ja, als nächstes, das war auch gut für meine Psyche, das zu machen. Ich habe mich einfach viel, viel besser gefühlt. Nach jedem Spaziergang ging es mir besser. Oder auch selbst beim Spazierengehen, wenn ich die Schritte gemacht habe, habe ich mich einfach gut gefühlt. Also am Anfang diese Überwindung, sich anzuziehen, rauszugehen
und diese Schritte zu machen. Am Anfang ist es immer ein bisschen hart, aber wenn man es dann gemacht hat und mal so ein bisschen beim Laufen so die Ruhe findet, um über verschiedene Dinge nachzudenken, dann fühlt sich das einfach gut an, wenn man es geschafft hat, dann nach Hause kommt und ist einfach viel positiver gestimmt. So war es bei mir auf jeden Fall. Genau. Und was auch total witzig ist, normal, ich habe immer Appetit, ne? Außer morgens jetzt, aber meistens, ich habe immer einen Bärenhunger, ich kann zig Teller essen. Diesmal war es so in der Woche, dass ich viel, viel weniger Appetit hatte. Ich hatte einfach nicht mehr so viel Hunger. Was war da los? Keine Ahnung. Mein Magen hat nicht mehr so wehgetan, wenn ich nichts gegessen habe. Obwohl ich in einem Kaloriendefizit war von ungefähr 500 Kalorien, ich hatte trotzdem nie wirklich großen Hunger. Und das war ja etwas, was mich ein bisschen geflasht hat. Aber nun ja, genau. Und ich war viel entspannter. Normal bin ich immer so ein bisschen gestresst, wenn ich was zu tun habe und weiß, okay, ich muss jetzt noch das und das machen. Wenn ich gegangen bin, also spazieren gegangen bin, meine Schritte gemacht habe, dann konnte ich meine Gedanken so ein bisschen sortieren und im Kopf immer so ein bisschen Ordnung schaffen, im Sinne von, das und das muss ich noch machen, das und das ist jetzt wichtig, das ist weniger wichtig. Und dementsprechend war ich einfach viel entspannter, als ich dann meine Schritte gemacht habe. Genau. Aber ich muss zugeben, diese 25.000 Schritte waren körperlich unglaublich anstrengend, ja. Also ich habe den Fehler gemacht, dass ich mich nicht gedehnt habe am Ende des Tages oder morgens. Ja, meine Gelenke, alles tat mir weh. Meine Beine, meine Waden, schon nach dem zweiten Tag, das war wirklich heftig. Es wurde ein kleines bisschen besser zum Ende hin, aber das wäre alles viel entspannter gewesen, hätte ich mich ein bisschen gedehnt vorher. Also wenn ihr es auch macht und es nicht gewohnt seid, dann dehnt euch vorher und dann wird es euch um einiges besser ergehen. Genau. Dann noch ein kleines anderes Thema, zumal jetzt wieder die Fitnessstudien geschlossen sind. Ich denke, dass es eine gute Alternative ist für Menschen, die jetzt nicht zwangsläufig in ein Fitnessstudio möchten oder können, aus welchen Gründen auch immer. Denn letztendlich ist es so, diese Schritte zu machen an der frischen Luft, das hält einen irgendwo fit, ja. Es ist einfach gut für die Gesundheit. Ich habe diese verschiedenen Vorteile schon aufgezählt. Und es ist jetzt keine Alternative im Sinne von, dass ihr dadurch irgendwie Muskeln aufbaut oder solche Sachen. Wenn ihr das anstrebt, dann ist ein Fitnessstudio oder Gewichtetraining, ja, es geht nicht ohne, ne? Aber um einfach so eine Grundfitness sich aufzubauen, sind diese Schritte, die man am Tag macht, super. Und ihr müsst nicht 25.000 Schritte machen, auf gar keinen Fall. Das ist viel zu viel. Also 7.500 bis 10.000 ist so das, was man sagt, was einem so empfohlen wird. Und ihr werdet, glaubt mir, macht das mal, ihr werdet schon nach dem ersten Spaziergang positiv, euch viel positiver, viel besser fühlen. Ja? Das ist so meine Erkenntnis gewesen und es ist so einfach, diese 10.000 Schritte zu gehen für mich eigentlich. Das habe ich vorher nie so realisiert. Ich dachte früher immer, okay, das ist viel zu viel. Aber wenn man mal 25.000 Schritte am Tag gelaufen ist für 7 Tage, dann ist das gar nicht so viel, Freunde. Ja? Ja, im Großen und Ganzen sind das so meine Erkenntnisse gewesen. Und ich bin einfach verdammt froh, dass ich es gemacht habe. Die wichtigste Frage ist aber auch, was ich dazugelernt habe. Und ich finde, dass es einfach verdammt gut tut, sich mal zu bewegen und an die frische Luft zu gehen und einfach zu entspannen. Und ich brauche nicht für jede Strecke das Auto. Denn nicht jeder hat das Privileg wie wir, dass wir einfach die Tür aufmachen können und loslaufen können. Ich sehe einfach vieles viel zu selbstverständlich und übersehe oft, wie schön es einfach draußen in der Natur ist. Aber bevor ich hier noch weiter philosophiere, probiert es doch einfach mal selbst aus. Vielleicht versteht ihr mich dann besser. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.